Hey, wunderschönen guten Tag zurück zu Garbikanik. Und wir haben hier auch noch unseren Sakura Moon Turbocharge mit 180 HP. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich schätze mal, so weit um 150 PS, glaube ich, war das, oder nicht? Wir gehen natürlich erstmal auf die Teststrecke. Aber den hatten wir noch nie auf der Teststrecke, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ja, dann gib ihm. Naja, also ich würde sagen, es ist genauso wie der Audi. Entschuldigung. Ich hatte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Fährt ja nicht schlecht. Aber. Okay, das war witzig. Okay, das kann er. Das muss man ihm lassen. Das kriegt er hin. Aber das werden wir natürlich gleich noch viel mehr ausreizen. Das ist das jetzt. Also, der Charger hatte ja eine Rundenzeit von 1,21, glaube ich. Kann das sein? Möglich, dass wir hiermit eine bessere Rundenzeit hinkriegen werden, aber nicht, weil er schneller ist oder so, sondern einfach, weil das Fahrwerk viel besser ist. Das möchte ich jetzt gerne rausfinden. Und zwar gehen wir damit jetzt auf Rennstrecke. Er wäre cool, wenn der jetzt anzeigen würde, Dodge Charger hat beste Zeit gehabt oder so. Nee, leider nicht. Also vom Sound her auf jeden Fall schon mal überhaupt keine Konkurrenz. Also der Charger ist da auf jeden Fall. Da kriegen wir eine viel bessere Zeit hin. Wobei man muss sagen, man muss sich natürlich auch jedes Mal an das Auto wieder ein bisschen gewöhnen. Aber dadurch, dass das Fahrwerk beim Charger natürlich so super schwammig war. Oh! Ist auch ganz klar, dass. Da man vielleicht manche Kurven nicht so besonders genommen hat. Und am Anfang die auf jeden Fall hier. Hat er hier viel besser genommen. Ohne Frage. Deswegen schätze ich. Entschuldigung, ich habe abgekürzt. Naja, was soll das? Viel bessere Zeit tatsächlich als der Charger. Man sollte vielleicht später aber nochmal einen Charger hier hin, wenn man. Ja, komm! Eine 1,19. Also 2 Sekunden besser. Kann man vielleicht sogar noch toppen. Bin mir gerade nicht sicher, ist der Front angetrieben? Hat so den Anschein. Wie kann man hier, wenn ich hier mit Handbremse in die Kurven gehe, ist wahrscheinlich. Muss man sich ans Auto wahrscheinlich erstmal gewöhnen, aber naja. 1,19, also 2 Sekunden besser als der Charger war. Aber wie gesagt, man muss nicht. Ne, das ist jetzt ein Fronttriebler, der andere war ein Hecktriebler. Da muss man natürlich ein bisschen sich dran gewöhnen auch. Und jetzt gehen wir mit dem aber nochmal auf den Abandoned Airport. Wann komme ich denn an den scheiß Schrottplatz ran, Mann? Ich will endlich zum Schrottplatz. Ich will unbedingt sehen, wie das da aussieht. Unbedingt. Kann ich jetzt irgendwie. Nee. Jetzt gucken wir mal, was der hier an Höchstgeschwindigkeit, ob wir damit auch bis zu 200 kommen. Aber sollte man ja eigentlich meinen. Ist auch ein bisschen schwammig, ne?
ich habe so das Gefühl, der Charger war tatsächlich schneller. Ja, damit auf 200 zu kommen, ist schon eine Herausforderung. Wir kommen damit wahrscheinlich gar nicht bis auf 200. Also ein Dragstrip wäre doch noch cool. Und jetzt durch die Hallen hier durch. Und 200. Oh, dann habe ich ja noch einigermaßen gefangen. Aber was können wir hier eigentlich machen? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wofür ist das hier? Das soll ein Parkplatz sein, ne? Ja, komme ich hier so zwischendurch? Okay, der war nicht so elegant. Sind das hier Autos? Okay. Was ist das? Kann man da hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Steht da Stop? Nee. Hätte sein können, dass man da doch noch irgendwie durch kann. Aber nein. Doch, kann man. Wofür ist das denn hier? Also, dass das in dem Spiel überhaupt geht, finde ich schon cool, ey. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Drift-Action oder so. Naja, Drift-Action kann man nicht. Ja, der ist halt ein Fronttriebler, so wie es aussieht. Der kann nicht driften. Nee. Naja, also, spaßtechnisch war der Charger doch schon cooler, weil der Heckantrieb war, das ist viel geiler, Mann. War schon ein Unterschied, bisschen, kann man sagen. Nicht, dass das Auto nicht cool wäre, aber nicht so fun wie der Charger. So viel steht fest. So, ich gehe mal ab, ne? Aufrappe enden, tschüss. Und dann holen wir uns mal was Neues. Guck mal, wir haben fast 10.000. Ob das wohl irgendeinen Unterschied macht? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir immer noch den. Dann haben wir ihn immer noch. Dann haben wir den. Also das hier ist ja eindeutig so ein Dacia. Sandero oder was ist das? Ne, Sandero? Weiß ich gar nicht. Den Golf. Nochmal ein Challenger diesmal. Ein Challenger. Er hört ein Klopfen. Fahrwerk. Okay, wir nehmen den einfach mal. Ein Challenger. Okay, der sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Auf den Bildern sehen die immer anders aus, aber... ist trotzdem einfach ein geiles Auto, Alter. Guck dir das an. Einfach cool. Ich finde das einfach cool. Was soll das denn sein? Soll das eine Schaltung sein? Mal gucken, wie viel PS der Freund hat. Der hat noch ein bisschen andere Reifen, sind das, ne? Aber so wie ich das sehe, ist er derselbe Motor. Also wird das auch dieselbe Leistung sein, schätze ich mal. Aber allein der Luftfilter oben drauf. Ne, der ist anders, oder? Da ist ein anderer Luftfilter auf jeden Fall. Also der ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Aber der hat auf jeden Fall auch ordentlich Bedarf, dass man da was dran macht. So, komm auf den Heber, mein Freund. Ach, voll geil, das Auto, Alter. Guck dir das an. So, was hast du denn? Hintere Stoßdämpfer und Blattfeder-U-Bolzen. Okay, das ist alles easy. Und das ist, Alter, Blattfeder-U-Bolzen, Blattfederplatte, starre hintere Antriebswelle, Spurstange. Wir müssen eigentlich einmal komplett alles zerlegen, würde ich sagen. Das hilft ja doch nichts. Müssen wir einmal komplett hinten alles auseinandernehmen und vorne auseinandernehmen. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass das... Alter, die Felgen sind fett. Wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass das, kann nichts übersehen. Ich meine, im Prinzip wissen wir, was wir brauchen, aber
Blattfedern, U-Bolzen, Blattfeder, was weiß ich nicht was. Stoßdämpfer auf jeden Fall. Bremse war nicht dabei, ne? Bremse hat er nicht gesagt. Hinterer Stoßdämpfer, Blattfeder, U-Bolzen. Und der Rest ist dann Blattfeder, U-Bolzen, Blattfeder, U-Bolzen, Blattfeder, Platte, starre hintere Antriebswelle. Ah, doch, ist auch noch irgendwo die Antriebswelle. Also müssen wir, obwohl die sieht noch ganz gut aus. Wir nehmen erstmal die andere Seite auseinander. Gucken, wie das hier aussieht. Gucken wir mal. Ah, die ist halt auf jeden Fall hier. Aber da muss ich zuerst die... So. Das kann raus. So, dann hier die U-Bolzen. Ja, das ist die Frage. Blattfeder, U-Bolzen. Sind auf jeden Fall welche kaputt. Welche weiß ich nicht. Da muss ich vielleicht doch nochmal von der anderen Seite nehmen. Weil hier wird aus wie die Platte dann wohl. Jetzt gucken wir nochmal eben auf der Seite hier. Die U-Bolzen. Ne, hier, das sind die U-Bolzen. Aber vielleicht sind das auch die. Sind die dann auch. Mal eben losschrauben. Im Inventar gucken. Die sehen auch nicht mehr so gut aus, ja. Deswegen nehmen wir die auch nochmal mit. So, das wäre das. Wenn man jetzt mal eben guckt. Das haben wir ja jetzt schon. Hinterer Stoßdämpfer und so. Und jetzt haben wir das und das haben wir auch. Blattfederplatte. Pitti, jetzt nicht. Starre hintere Antriebswelle, Spurstange. Und jetzt kommen vorne, würde ich mal sagen, mehr. Also, Ich meine, ist manchmal vielleicht ganz cool. Boah, Alter, die Bremse hat das aber auch hinter sich, oder? Ich sehe eigentlich gar nichts von Bremse. Willst du mir erzählen, dass das noch gut ist? Ernsthaft? Dann hast du aber eine ganz schöne... Boah, egal, ich nehme trotzdem auseinander, nur für den Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle, Ups, das müssen wir haben. Nein, das müssen wir haben. Müssen wir die Zahnstange auch haben? Nee, wollte ich gar nicht. Stoßdämpfer. Stabi. Zahnstange auch, ja. Achso, dann müssen wir noch warten, bis wir die andere Seite haben. Alles klar. Da muss auf jeden Fall noch ab. Da ist einiges, was ab muss. Da muss zum Beispiel ab, so wie das aussieht. Interessant, und jetzt mal von der anderen Seite. Ich bin mir auch nicht sicher. Ja, man. Wenn so Autos, die komplett verrostet sind, ist halt schwer zu sehen, was denn wirklich runter muss und was nicht. Und so wie das aussieht, sind die Bremsen noch in Ordnung. Keine Ahnung, ich nehme sie trotzdem mal ab. Dann kann man auf jeden Fall sicher gehen. Dämpfer raus. Da raus. Mein Stabi schon mal abbauen. Da der Köpfchen hier. Ja. Da müssen wir aber auch abbauen, damit wir die Zahnstange rauskriegen. Und vom Prinzip... irgendwo müssen wir auch noch Lagerbuchsen sein, ne? Vielleicht waren da die Lagerbuchsen da. Ich bin mir nicht sicher. Wie viele Lagerbuchsen sollten da gewesen sein? Gummilagerbuchse, 3 Stück. Wir haben jetzt ja ein bisschen was... Vorderes Domlager, ja, im Prinzip könnten das die Lagerbuchsen gewesen sein. 3 Stück, mal eben gucken hier. 1, 2, 3. Theoretisch glaube ich, dass wir alles soweit haben, aber gut. Gucken wir nächste Folge weiter. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssen.